Wir möchten jetzt den zweiten Wechselschalter der Kreuzschaltung verdrahten. Wir haben hier die zwei korrespondierenden Drähte, hier den Schaltdraht und hier nochmals, wenn wir den inneren Teil des Wechselschalters verdrahtet haben, dann wird dieser Teil hier draufgesetzt. Wir können das hier an diesen Stellen mit Schrauben befestigen, aber es reicht aus, wenn wir es auch so einrasten. Hier sind so zwei Bereiche, zwei Einrastbereiche. Wenn man vorsichtig draufdrückt, richtig aufsetzt und draufdrückt, dann wird das hier eingerastet. Und dann ist es fest. Also wenn wir hier möchten, können wir das auch hier festschrauben, aber es ist nicht nötig. Wir sehen das auch auf der Rückseite noch besser. Diese beiden, hier sieht man das auch, wenn man hier diese Bereiche einrastet auf den Wechselschalter, dann reicht es aus mit der Befestigung. Die beiden Schraubpunkte, diese beiden Schrauben müssen wir nicht festschrauben. Die Schrauben sind auch nicht dabei, wenn man diesen Wechselschalter kauft, aber es ist möglich. Also auch auf dem unteren Teil des Wechselschalters sind diese Löcher vorhanden und dort können wir auch diesen mittleren Teil auch befestigen mit Schrauben. Und wenn wir es lösen möchten, wenn wir diesen Teil nochmals lösen möchten, dann kann ich das nochmal zeigen, dann ist es nur notwendig hier, wenn wir es draufgesetzt haben und wieder lösen möchten, dann können wir mit einem Schlitzschraubendreher hier reingehen, in diesen Bereich und in diesem Bereich jeweils und den Schraubendreher einfach so nach innen drücken, dann können wir das so einfach so abnehmen. Dann gehen diese Klappen, öffnen sich und dann ist es einfach, das abzunehmen. Das sehen wir hier auch nochmals, hier sind die beiden Löcher, dort können wir es auch befestigen, aber es reicht mit diesen Einrastlöchern, Einrastbereichen, diesen mittleren Teil des Wechselschalters zu befestigen. Hier kommt dieser untere Teil, also der untere Teil ist dann montiert, befestigt, dann den inneren Teil, den werden wir verdrahten, den Teil, den ich gezeigt habe, der kommt dann drauf, der wird dann hier einfach so eingerastet, wenn das richtig hier aufsitzt und dann kommt noch die Wippe, die müssen wir nur einfach drauf schieben, drauf drücken, dann ist das auch befestigt. Und den blauen Draht, den benötigen wir nicht, den lassen wir hier so auf Länge, falls wir es zukünftig verdrahten benötigen, zum Beispiel für eine Steckdose oder wenn wir hier den Wechselschalter komplett abnehmen und ein anderes Betriebsmittel hier einbauen, dann kann es sein, dass wir den blauen Draht dann benötigen. Deshalb lassen wir den blauen Draht auf Länge, isolieren es, lassen auch so isoliert. Die Spitze bleibt so, wird nicht abisoliert. Die werden wir hier so reinlegen, dass die Isolierung bei der Befestigung des Wechselschalters nicht beschädigt wird. Also können wir so im hinteren Bereich, da ist genug Platz, können wir so reindrücken und weil hier eine Schraube schon vorhanden ist, eine Schraubverbindung für den Schutzleiter, werden wir den Schutzleiter auch hier reinschrauben, befestigen oder anklemmen. Und wir sollten immer darauf achten, dass hier, wir sollten den Draht so reinschieben hier, dass der mit dem Befestigungsdrehsinn mit angezogen wird. Also das heißt, wenn wir hier reinstecken, dann dreht er mit, wird zusätzlich, wenn wir rechts rum drehen, wird er noch zusätzlich befestigt. Würden wir jetzt hier den Draht hier in den Bereich reinschieben, dann würde der beim Drehen, beim Festschrauben, würde der Draht sich auch wieder rausdrehen.
Wenn wir das dann befestigt haben, werden die einzelnen korrespondierenden angeklemmt und hier der Schaltdraht. Diese Betriebsmitteln, wenn wir die kaufen, sollten wir immer darauf achten, für welche Räume diese Betriebsmittel geeignet sind. Sie müssen bestimmte Schutzarten entsprechen. Die Informationen, die wir dazu benötigen, die finden wir entweder auf der Verpackung des Betriebsmittels, hier von dem Wechselschalter, oder diese sind zusätzlich auch auf den Betriebsmitteln aufgedruckt. Darauf sollten wir auch achten, dass wir wissen, welche Stromstärke benötigen wir zum Schalten des elektrischen Verbrauchers, wie die Beleuchtung, und welche Spannung benötigen wir hier, 230 Volt, und welche Spannungsart, Wechselspannung, Gleichspannung. Diese Informationen sind beim Kauf immer zu beachten und sollten auch so gekauft werden, wie auch hier für die Verwendung benötigt wird.